250 Personen stark ist die Beobachtermission. Entschieden zu wenig. Ich weiß nicht, warum das alles passiert, aber das ist doch kein Waffenstillstand und es wird wohl auch nie dazu kommen. Sie hat alles verloren. Brüchige Waffenstillstandsvereinbarungen, weil es auf beiden Seiten einen permanenten Machtkampf zwischen Hardlinern und Kompromissbereiten gibt. Freiwilligenbataillone aus nahezu jedem politischen Spektrum verstärken etwa die Regierungsseite und in der Ukraine ist Wahlkampf. Eine Friedenslösung ist dadurch nicht einfacher geworden. Die Kämpfe sind also erstmal weitgehend eingestellt. Die Lage im waffenstarrenden Osten der Ukraine bleibt hoch angespannt. Brüchige Waffenstillstandsvereinbarungen, weil es auf beiden Seiten einen permanenten Machtkampf zwischen Hardlinern und Kompromissbereiten gibt. Freiwilligenbataillone aus nahezu jedem politischen Spektrum verstärken etwa die Regierungsseite und in der Ukraine ist Wahlkampf. Brüchige Waffenstillstandsvereinbarungen, weil es auf beiden Seiten einen permanenten Machtkampf zwischen Hardlinern und Kompromissbereiten gibt. Freiwilligenbataillone aus nahezu jedem politischen Spektrum verstärken etwa die Regierungsseite und in der Ukraine ist Wahlkampf. Eine Friedenslösung ist dadurch nicht einfacher geworden. Die Kämpfe sind also erstmal weitgehend eingestellt. Die Lage im waffenstarrenden Osten der Ukraine bleibt hoch angespannt.